So, hallo und herzlich willkommen hier zum nächsten Part von Marvel Heroes. Und ich muss auch mich gleich schon mal entschuldigen, denn die Aufnahme ist kaputt, die bzw. nicht vorhanden. Ich habe nämlich vorhin, als ich den Part beendet hatte, wieder auf Aufnahme gedrückt. Hat dann nur 28 Sekunden aufgenommen, während ich wunderbar 15 Minuten lang geredet habe. Auch die Quest schon abgeschlossen habe und so. Und ja, Fraps hat ja aufgenommen, keine Ahnung. Deswegen muss ich jetzt von vorne die Mission machen. Ja, was ist passiert? Ich habe den Schocker besiegt. Ich habe die Schocker-Medaille bekommen. Ist ganz nett. Aber ich habe für euch die Mission nochmal neu gestartet, damit ich nochmal für euch live den Schocker killen kann. Einzige Problem ist, ich habe ein Level gemacht in der Zeit, bin jetzt schon 4 statt 3, fast schon 5, aber das macht ja nichts. Storymäßig verpasst ihr nichts, denn ich steige genau da wieder ein, wo es weitergeht. Zeit hier mal so aufräumen. Das sehe ich auch. Tja. Jetzt hoffe ich, dass Krabs nicht spinnt und ich den Kampf hier auf dich, für dich aufnehmen kann. Für euch alle. Ich kann jetzt nochmal, wie im nicht vorhandenen Part, nochmal nah an sich gehen. Euch das nochmal schön zeigen. Bam! Bam! Das sieht doch echt geil aus, oder? Kann man echt nicht meckern. Und wie ich auch schon im letzten Part sagte, der Spinner schmeißt hier Minen. Ich wusste, das würde nicht gut gehen. So, hier, smash ihn um. Bam. Komm, stopp ihn. Los. Lass uns einen Deal machen. Du sorgst dafür, dass ich im Raft meine alte Zelle bekomme und ich erzähle Shield etwas, das sie bestimmt hören wollen. Shocker hat uns gesagt, dass Dr. Octopus eine antike Steintafel von Kingpin stehlen will. Wenn der Doktor es haben will, wollen wir nicht, dass er es bekommt. Jo. Das zu diesem Thema und hier nochmal schöne Items. Plus die Shocker-Medaille nochmal. Eiserne Ausdauer und so. Was ich im letzten Part schon sagte, was aber nicht zu sehen ist, Schocke-Medaille kriegt einmal Scarlet Witch, weil sie noch keine hat, und einmal jetzt eher, denn ich denke mal, ja, Knockback ist schon geil. So, Grüner Kobold-Medaille. So, ja, Black Widow. Was haben wir denn hier? Ja. Ist auch doof. Ausdauer. Sind wir gerade irgendwie eine spezielle Ausdauer bekommen? Achso, das da. Alter, AO. Verteidigung durchdringen oder Angriffsgeschwindigkeit? Komm. Nehme ich das jetzt hier? Das hier? Ja, ne. Ja, nö. Weil. Darum, so. Ah, wir können ja hier noch was verteilen. Oh, komm, hier noch klatschen wir noch einen rein. Was ist das jetzt hier? Bergsturzangriff? Erstmal noch nicht. Komm, ja, Verteidigung nochmal eine Runde. Verteidigung nehme ich immer gern. Hauen aufgewertet! Harte Stein aufgewertet! Ja! Schwere Gürtel, ja. Und wir hauen wie die aber hier weg. Meine. Batsch. Das sackt ja nur noch zusammen. So, wie sollen die jetzt? Du untersuchst den Nachtclub. Was? Den Nachtclub-Bezirk. Okay. Haben wir da Flash auf der Map? Unser Festival. Werde ich doch gleich mal reinschauen.
Ja, nimm das mal mit, Kollege. So. Und dann müsstest du sein. Du wirst untergehen, Kumpel. Nein, du wirst untergehen. Komm mit. So. Smashen. Smashen. Ich rede hier schon fast wie Hulk. Hulk Smash. Zack, zack, so. Da haben wir auch dann. Ja, Nachtschuppezett. Gehen wir da rein. Und gucken wir mal, was wir hier so finden, ne? Der Kingpin hat einen Nachtclub? Alles nur Fassade. Dahinter verbirgt sich ein Lagerhaus, prall gefüllt mit seinen illegalen Besitztümern. Aber na klar. Beim Kingpin ist doch sicher alles Fassade. Für eine Fastfood-Kette. Weil er so fett ist. Auf geht's! War das nicht ein total billiger Witz von Spidey? Oh, Mann, und ich lauf wie doch wieder in den Tunnel rein, jo. Also, das hätten die so machen sollen, dass man draufklicken muss, nicht dass man einfach... Ach wunderbar, jetzt geht das nicht mehr, wenn man nur reinrennt. Danke. Blöd. Puh. Ich halt ihm nochmal. Hab ja die Zeit. Mimi. So, wie du gehst da jetzt wieder rein. Dann gibst du auf die Arme. Was ist der Nachtclub? Bist du hier, um zu helfen oder einfach nur auf die Durchreise? Weiß nicht. Ziemlich hektisch die Nacht, was? Bitte zurücktreten. Wir haben eine Stadt zu beschützen. Mimi, heul doch. Oh, klopp ich dir noch mal den die Fresse breit. Was haben wir denn hier? Hey. Strange Door. Will ich da jetzt rein? Komm, gehen wir mal rein. Merkwürdige Tür. Klopfen wir mal. Ist Clea? Möge Agamotto dich auf deinem Weg leiten. Tafel von Leben und Zeit wurde in der grauen Forste deiner Welt erschaffen. Dieses Sternfragment birgt die Kraft, ihnen sterblichen Verwender in der unbesiegbares unsterbliches Wesen zu verwandeln. Um zu verhindern, dass diese Tafel bösen Mächten in die Hände fällt, musst du sie aus dem Besitz des Kingpins des Verbrechens deiner Stadt entfernen. Okay. Unser Treffen ist für mich kein Zufall. Das weiß echt alles? Mehr war das nicht? Bisschen lame, oder? Naja. Egal. Hey! Warte mal, gibt's hier noch was? Ja. So eine Sprungtaste hätte ich ganz gerne. Aber nein. Wow, was ist denn mit Leck hier? Ich rahm mich in den Boden. Ich rahm dich in den Boden! Also, Welt, dann zeig mal, was du kannst! So, ich kann wieder skillen. Mond, Mond, ja. Du passt. Gell? Gell, du passt, ja.
Das mache ich hier noch mit dir in der Level. Dann kommt wieder Scarlet Witch. Die kleine Verspielte. So, bevor ich da jetzt reingehe, in den Club, guck ich doch nochmal hier im Bezirk, in den Bezirk mich ein bisschen um hier. So, ja, Alter, war das verboten, Leute! Ja, Autos, ja, Bullenautos sowieso. Scheiß drauf. Warum lässt die Türsteher, der Türsteher andere, also das sind hier andere Leute rein, obwohl wir irgendwas ganzen Abend hier anstehen. Genau noch. Das warten lohnt sich total. Dead A1 Aim liegt heute Abend auf. Wer hätte das gedacht? Du stehst auf der Liste. Komm rein. Natürlich, stehen wir drauf. Das sei der Gast. Was? Hä? Was? Was zum. Geil. Was? Servus, so eine Art Straßenkünstler? Nein, ich bin Superheld. Hier. Ne, Autofahrt ist verboten. Ich mag keine Autos. Interessiert ihn überhaupt nicht. Gut, schauen wir doch mal gucken. Tut mir leid, ihr Hübschen. Hab leider keine Zeit für ein Tänzchen. Nein, leider nicht. Unser Geheimdienst bestätigte, dass in die Steintafel, die du suchst, eine Art Formel für magische Unsterblichkeit. Oh. Dann eben hier. Wobei gewesen gehauen ist. Wir können ja nicht zulassen, dass die Kingpin oder Doc Ock in die Hände fällt. Also, das müsste hier doch ein bisschen länger zu sehen sein, finde ich, weil. Weiß nicht. Ist doof. Geht mir ein bisschen schnell. Schön auch mal einen intellektuelle kennenzulernen. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Sieh auch so. So, Parkplatz. Wie schon gesagt. Autos, doof. Autos, doof. Autos, doof. Schläger. Bam, bam. Bam. Das ändert nichts irgendwas. Und auf einmal ist er sich auf. Dr. Octopus nähert sich seinem Standort. Lass nicht zu, dass die Tafel in seine Tentakel bekommt. Ja, ich ramm das einfach weg. Hallo, bleib doch nicht stehen. Kannst du umhauen hier? Geil. Geht so, ja. Passt, jetzt wackelt und hat keine Luft mehr. So. Da haben wir doch wieder Kunden. Kostenlose Schläge zum Mitnehmen. Und hier, Backpfeife auf dich. Wo schießt du eigentlich hin? Backpfeife ich dich einfach über die Tonne. Ja, ich muss nochmal Backpfeife. Ach du Scheiße, was sind das für Leute? Das wird morgen. Okay, wow, was gibt's hier für Sachen? Alter! Sommerschlussverkauf oder was? Oder doch eher Winterschlussverkauf? So, hier, komm. Ich klopf doch mal an. Bam! Bam! Da schlack ich vor Freude nochmal in die Luft. Whee! Komm! Meha, oder was wolltest du sagen? Quatsch! Ich mach eure Einrichtung putt. Guck mal. Ja. Das geht dich nichts an, Kumpel. Es geht dich nichts an. Und ich bin nicht dein Kumpel. Hab keine Angst vor dir. Naja, solltest du aber. Weil ich bin das Ding. Ob das Ding wirklich so ein Ding hat oder warum heißt er das Ding? Na gut, Spaß. Er heißt das Ding, weil er ist einfach das Ding. Wow, Freunde.
tun wir ja nicht. Wo kommen bloß diese Pappnasen her? Tja, das fragen mich auch ständig. Ständig diese Pappnasen. Ach, ich hau euch aus den Latschen. Denn ich geb dir eine Watschen. Ich geb euch Watschen. So. Aufpassen, Kostümträger. Junge, ich hab nur eine Shorts an. Ich habe nicht mal ein Kostüm. Nur mal so als Information. So, nimm mit. Also, ich glaube, die Blauen sind so starke Gegner.